schöne Wanderung, Dombergwanderung mit dem Horst Siebert. Haben wir viel Gelegenheit heute zu fotografieren. Wilde Orchideen ist das Thema. Liebe Grüße. Gute Buchen. Man erkennt also Hutewälder. Hinter Tourparkzentrum oben ist auch noch ein Riesenstück. Woran erkennt man die? Dass sie alt sind. Also nicht nur gerade alt. Gepflanzt. Erste ne? Mal in einer Reihe gepflanzt und dann haben die einen ganz niedrigen Astansatz. Die wurden früher immer gekappt, damit das Vieh auch dran konnte. Na? Und dann entziehen wir noch mehr, weil auf dem Jägerplatz ist nicht mehr getrieben. Hier sind auch die Überreste von den Schlüsselblumen, also hier war es ja betreffend gelb. Hier beispielsweise, ne? Das ist wieder... Was ist das? Das ist muss mal gucken. Ach, das ist Nummer. Ja, das ist auch ein Knabenkraut. Ja, einmalig. Der Name von den Griechen den Ehrenpreis wegen den Fotografen. Um den zu fotografieren, müssen die alle da rumkriechen. Das ist ein der Ehrenpreis. Genau. Wo ist denn Sonja hin? Die andere Sonja? Die kommt noch. Da kann ich noch mal erzählen. Und zwar, das Knabenkraut hat die Angewohnheit, zwei Wurzeln zu haben. Eine vom aktuellen Jahr und eine vom anderen Jahr. Und wenn man die ausgräbt, diese zwei Zwiebeln, ne? Sehen dann aus wie beim Knaben. Und das war schon im Mittelalter so. Dann haben die dann daraus Suppe gekocht, die Frauen, und waren dann der Meinung, man käme dann, wenn man das trinkt, Knaben. Ja, also männliche Kinder. Ne? Also männliche, ja. Ja, jetzt ist schon fast Halbzeit. Ich bin vorgegangen, jetzt kommt die Gruppe. Toll. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Euch noch schöne Pfingsten. Liebe Grüße, die Doris. Läuft hier was raus oder was? Ja. Ah, da ist sie ja. Sag ich doch. Dann bilden sich die Gruppen aus und das dauert so zwei Wochen, bis die so alles geklärt haben untereinander und dann kommen sie auf die große Reise. Dann auch so lästig, das hierher zu tragen und dann von da ab war dann die Ruhe. Vor ein paar Jahren war das Ding fast zugewachsen, dann haben sie mal die Jugendgerichtshilfe hierher geschickt und die haben dann alles so richtig niedergemacht, damit der Berg, die Gruppe, alle wieder frei ist. Guck mal, hier eine Family. Ja, Leute, komm mal hier, komm. Leute. Jo, was ist denn da? Ich bin so drollig, dass die alle hier oben stehen.